egoistisch. Wenn wir über unser Leben nachdenken, denken wir wahrscheinlich, wann es angefangen hat und wann es zu Ende geht. Mit der Geburt fängt es an und mit dem Tod geht es zu Ende. Gott hat ganz andere Perspektive. Gott sieht unser Leben in Ewigkeit und von der Ewigkeitsperspektive, das überhaupt kein Ende hat. Es ist da und es wird da, es ist einfach da, so wie Gott immer da ist. Und andere ganze Perspektive hatten die Menschen, die Jesu nachfragen, wie es weitergehen wird. Nach dem Leben unmöglich, dass ein Leben existiert, und die ganze Geschichte mit dem sich verheiraten und mit wem jemand verheiratet ist, diese ganze Kasusgeschichte kommt aus der einfach Annahme, dass das andere Leben ist wie dieses Leben, wie unsere Perspektive auf dieses Leben. Und Jesu lädt uns ein, anders das zu begreifen. Das Leben ereignet sich jetzt und immer ist jetzt, in diesem Moment, diesem winzig kleinen Moment. Wir heiraten nicht, wir scheiden uns nicht, wir sind einfach da. In diesem kleinen Moment können wir nur einen Atem einziehen und ausatmen, also einatmen und ausatmen. In diesem kleinen Moment sind wir ganz da. In anderen Momenten von unserem Leben, die sind auch. Solange wir atmen können, sind wir da. Solange wir da sind, tatsächlich mit ganzem Herzen, sind wir in der Ewigkeit. Manchmal sind wir distrahiert. Manchmal gehen wir einen Schritt zu weit. Denken wir an der Vergangenheit, was in der Vergangenheit passiert ist, und manchmal unsere Gedanken gehen in die Zukunft. Aber das, was eigentlich diese göttliche Perspektive ist, ereignet sich immer in diesen kleinen Minuten, in diesen kleinen Moment des Lebens. Und das ist seine Ewigkeit. So verstehe ich. Er möchte nicht, dass wir unsere Gedanken und unsere Perspektive auf seine übertragen. Nein.